Jetzt die Frage. Also, was ich mir wünsche, ist im Interesse Europas eine stabile Regierung. Eine Regierung, die logischerweise eine stark proeuropäische Ausrichtung hat. Und vor allen Dingen auch eine Regierung, die nicht nur in einer Periode denkt, sondern auch längerfristige Projekte angeht. Scheint Ihnen das jetzt bei Schwarz-Grün verwirklicht zu sein? Ich kenne noch nicht die Details, aber nachdem alle euphorisch sind, habe ich nichts dagegen, diese Euphorie zu teilen. Danke. Also, die Türkei hat angedroht, IS-Häftlinge nach Europa zurückzuführen. Was hat die Türkei angedroht? Ich glaube, das muss diskutiert werden. Andererseits muss man natürlich sehen, wie es auch dazu gekommen ist. Es ist ja durch diese militärische Aktion der Türkei sind ja IS-Flüchtlinge, sind die IS-Kämpfer befreit worden. Und jetzt soll sich sozusagen Europa mit diesem Problem herumschlagen. Aber natürlich haben wir da auch eine gewisse Verantwortung, insbesondere was Frauen und Kinder anbelangt. Ist die NATO hingegen, wie Macron behauptet? Also mit meinem Background bin ich nicht berufen, ein besonderer NATO-Experte zu sein. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass wir die NATO haben und dass sie sich weiterentwickelt und dass sie ein vitales Lebenszeichen von sich gibt. Dankeschön.